Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Biohof im LS22. Wir sind immer noch als Lohner tätig. Und pflügen unsere ersten Felder. Beziehungsweise bereiten die ersten Felder von uns vor mit dem Pflug. Ganz einfach, weil denn kein Unkraut drauf wächst. Das finde ich ganz praktisch. Ich setze hier jetzt einfach auch mal einen Helfer rein. Da können wir mal gucken. Ja, das ist wohl so die letzte Mission. Unseren Kühen. Denen geht's bis jetzt ganz gut. 18 Liter Milch. Mischration, ja, da warten wir noch auf die Silage. Ja, den Schafen geht es auch sehr gut. Und unserem Pferd. Ja, das ist, ne? Dauert noch ein bisschen. Basisfutter ist, also Futter ist alles drin. Fitness, naja. Tägliches Ausreiten haben wir gemacht. Kredit haben wir immer noch nicht. Das hatten wir ja gesagt. Da können wir jetzt aber eigentlich mal nach dem Fermenter schauen. 1810 Liter Silage haben wir schon drin. Also, es läuft. Das Gewächshaus läuft auch. 103 Liter Erdbeeren, 25 Liter Salat, 52 Liter Tomaten. Also es läuft. Da können wir uns nicht beschweren. Ja, der Drescher, dies, das, jenes, der. Da können wir bald eine Mischration machen. Genau, damit ihr mehr Milch gebt. Gibt. So. Sprachblockade. Ne? Ihr Mukus? Und Denne. Genau, eigentlich müssen wir, obwohl wir müssen alle unsere Felder außer vier, ne, pflügen. Selbst unsere Wiesen. Aber also und sogar kalken. Es ist auch wieder teuer. Egal. Wenn wir pflügen bzw. walzen, dann kommt ja kein Unkraut. Was ich super finde. Wie ist das bei der Status von Feld 2? Unkraut. Ist jetzt die Frage, können wir da noch mit einem Striegel rüber oder nicht? Ich glaube eher nicht, ne? Ich möchte das gern besuchen. Müsli! Die gute liebe Müsli-Fabrik. Gehen wir mal ein bisschen zu Fuß. Gucken, was die Feldinfo sagt gleich. Ob wir da noch striegeln können oder nicht. Patrick Zimmerlin. Okay. Herbizid.
Nee, da können wir nichts mehr dran machen. Da können wir nichts mehr dran machen. Tja, das werden wir wohl mit Unkraut ernten müssen. Dann ist das so. Schadi lässt sich nichts dran machen. Du bist, ja, was soll ich sagen? Also noch fleißiger geht's nicht. Noch fleißiger geht's nicht. Hat das halbe Feld schon gepflügt? Dann können wir, ich glaube, in dem Düngerstreuer war noch Dünger drin. Das müssten wir auslagern, ne? Damit wir Kalk ausbringen können. Wenn das jetzt natürlich der Standardkalker ist, dann Standarddüngerstreuer, denn yippie-yay, wird das nichts mit Kalken. Kann man so durch die Fenster den Fisch dann sehen. Dann müssen wir uns wieder was leihen. Ja, es gibt so schöne Maschinen, oder, ne? Auch so günstig und ja, nur das Geld ist nicht da. Nur das Geld ist nicht da. So. Ja, wir haben den, der kann nur düngen. Wir könnten uns ja den kaufen. Der kann düngen und kalken. Der kann auch beides. Vom Kennerland. Müssen wir auch zwei, dreimal Kalk holen. Ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen, weil da ewig Kalk holen habe ich auch keine Lust zu. Allerdings so ein großer Bredal, nee, der ist dann wieder zu groß, zu mächtig. Dafür haben wir einfach nicht genug Feldfläche. Das lohnt sich dann auch nicht. Da wird aber auch Erde aufgewühlt, ne? Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt. Was haben wir denn hier noch auf dem Hof zu tun? Könnten eigentlich mal nach den Preisen gucken, ne? Wir haben ja noch. Gut, Hafer brauchen wir für die Pferde. Raps aber. Wir könnten ja mal nach Raps gucken. Dreihundert. Gut, das dauert ja noch ein bisschen, bis wir da sind. Jetzt liegt der Rapspreis erst bei 1000. Gut, bei 1200 würde ich schon verkaufen, aber das dauert ja noch ein bisschen, bis wir da oben sind. Wenn ich jetzt Verträge aktualisiere, kommt auch nichts bei rum. Da kommt nichts bei rum. Ja, entweder grubbern oder pflügen. Ich bin für pflügen. Dann pflügen wir selber. Spart auch ein bisschen Geld. So. Die Ecke auch noch mitgenommen. Hier gibt es echt schöne Felder.
So. Kann der Steier aber mit dem Pflug noch einige Hektar wegpflügen. Feld 4 gehört uns ja auch. Da kann er gleich als nächstes pflügen. Da wäre ich ja doch eher bald bereit, den kleinen Streuer zu kaufen von Kärntnerland mit 1000 Litern, einfach aus dem Grund, weil das dann auch der Ferguson machen kann. Kalk streuen. %. Und die ganzen kleinen Fusselsteine, die können wir ja mit der Walze alle wieder im Boden reindrücken. Die würde ich jetzt nicht runtersammeln. Ist die Frage, was pflanzen wir an? Ein- oder zweimal Raps oder nur einmal Raps? Ich wäre beinahe dafür, nur einmal Raps und zweimal Getreide. Also Weizen und Gerste. Naja, dann hätten wir alle drei. Wir schon drei Felder angepflanzt. Dann könnte man auf dem letzten Feld noch mal Hafer. Ja, ich glaube, das machen wir auch so. Haben wir auf jeden Fall genug Stroh für die Tiere. Bei dreimal Stroh, ich hoffe, denke mal, dass das dann fürs ganze Jahr reicht. So viele Tiere haben wir ja nicht. So, was sagst du? Ist die Mission gleich zu Ende oder nicht? 92%, okay. Dauert wohl noch ein bisschen. Und die nächste Bahn. 93 jetzt sogar schon. Da war ich ein bisschen zu ungeduldig, sonst hätte ich hier auch die Anzeige oben rechts abwarten können. Habe ich aber keinen Bock mehr, da immer wieder so anzusetzen. Fahren wir doch im Kreis. Hihi. So geht's auch.
drehen wir nochmal schön. Das ist eine relativ ruhige Folge, ne? Im Gegensatz zu den anderen. Aber ist doch auch mal ganz, ganz nett. Feld 9 ist abgeschlossen. Yippie, yay. Zack. Okay, minus Helfer. Ne? Aber dann kannst du hier jetzt, beziehungsweise pflügen wir noch ein bisschen weiter und dann in der nächsten Folge können wir denn hier kalken. Dann ist das schon mal erledigt. Beziehungsweise dann können wir anfangen zu kalken. So viel Zeit haben wir auch noch. So. Das sind auch noch ein paar Bahnen, sind wir hier auch fertig. Ich meine, gesagt, kaufen wir uns dieses Jahr noch kein Feld, weil wir noch jede Menge Kalk kaufen müssen. Und Saatgut können wir eher überlegen, nächstes Jahr dann ein Feld zu kaufen. Beziehungsweise im nächsten, im Game-Jahr. So, noch circa zwei Bahnen, dann sind wir durch. Mit dem ersten Feld. Na komm. So, dann würde ich jetzt aber auch gerne für heute Schluss machen. Ich muss mich nämlich fertig machen für die Arbeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Ich hoffe, der Tag bei euch war gut. Dann wünsche ich euch, ja, jetzt wiederhole ich mich gerade, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen, genießt den Abend. Und dann sehen wir uns morgen wieder 9 Uhr zu neuen Folgen natürlich. Bis dahin, ciao, ciao. Bis denne.